Ja, gestern stand noch ein Geheimtraining an der Grünwalder Straße an. Heute war eigentlich auch eines geplant, doch Kosta Runjac, der Trainer, hat diese Einheit kurzfristig abgesagt aufgrund der heißen Temperaturen. Jetzt wird erst am Abend in Karlsruhe trainiert. Die Mannschaft war vorher noch beim Essen und hat sich dann die 4 Stunden auf den Weg nach Karlsruhe gemacht. Aus meiner Sicht ist es ein Vorteil, dass man erst letzte Woche gegen Karlsruhe gespielt hat und auch gewonnen hat. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis, im Pokal eine Runde weiterzukommen. Jetzt geht es in der Liga gegen den KSC im Wildpark, im altehrwürdigen Wildpark. Die Temperaturen werden sehr heiß werden, aber ich gehe fest davon aus, dass 60 aus dieser Partie letzte Woche einiges gelernt hat und noch eine Schippe drauflegen wird. In seiner Analyse nach dem 2:1 Pokalsieg gegen Karlsruhe hat Trainer Kosta Runjac auch analysiert, dass die Abwehrarbeit definitiv besser werden muss. Das heißt aber auch, dass das Mittelfeld gefragt ist, noch besser gegen den Ball zu arbeiten, dass die Verteidigung ein bisschen entlastet wird. Er wird derselben Mannschaft das Vertrauen schenken, die zuletzt 2:1 gegen Karlsruhe im Pokal gewann. Im Tor Jan Zimmermann, die Viererkette Fanol Peredaj, Milo Stegenek, Jan Mauersberger und Maxi Wittek. Dann im zentralen defensiven Mittelfeld Michael Lindl, davor Stefan Aigner auf rechts, Matt Moore daneben, dann Daniel Adlung, Dellen Klaassen auf links und vorne Ivica Olic, der endlich mal treffen will. Die letzten 6 Ligaspiele hat der TSV 1860 alle verloren. Dennoch sagen wir, die Löwen holen einen Punkt, spielen 1:1 im Wildpark.